Hallo, in diesem Video möchte ich den sogenannten, laut Wikipedia sogenannten Doubling-Algorithmus erklären, der das sogenannte List-Rank-Problem löst. Und zwar auf parallele Art und Weise. Was ist das List-Rank-Problem? Sagen wir haben hier eine verkettete Liste mit 4 Elementen. Das hier ist das letzte Element, das zeigt auf 0, Null oder Nil oder sowas am Ende. Und wir wollen jetzt wissen, wir wollen den List-Rank kennen und der sagt uns, wie viele Hops wir vom Ende entfernt sind. Zum Beispiel, das hier ist das letzte Element, wir sind 0 Hops vom Ende entfernt. Das hier ist das vorletzte Element, wir sind 1 Hop vom Ende entfernt. Hier sind wir 2 Hops vom Ende entfernt, hier sind wir 3 Hops vom Ende entfernt. Wenn man im Internet guckt, sieht man auch manchmal, dass man hier mit der 1 anfängt. Das ist ja dann aber egal, also ist ja genauso. Okay, die naive Art und Weise wäre jetzt linear zu sagen, wir gehen einfach durch jedes Ding durch und merken dadurch, wie viele Elemente wir haben und können dann den Rang vergeben. Das kostet uns aber lineare Zeit und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich viel schneller sein. So, und jetzt kommt der Doubling-Algorithmus. Wir haben als Voraussetzung für den Doubling-Algorithmus mal, dass wir so viele Prozessoren haben, wie wir auch Listenelemente haben. Ich nenne den jetzt mal hier Prozessor 1 und ich nenne den mal Prozessor 0, Prozessor 2. Wir haben vielleicht sogar noch mehr Prozessoren. Wir haben Prozessor 4 noch und Prozessor 8 meinetwegen. Oder vielleicht sogar Prozessor 1, was uns einfach sagt, dass das nicht hier in der Reihenfolge ist. Wir kennen also die Reihenfolge nicht. Auch die Liste selbst, die ist natürlich jetzt hier von links nach rechts. Aber wir wissen, eine verlinkte Liste, die ist im Speicher kreuz und quer, also ist nicht hintereinander. So, jeder Prozessor hat jetzt also Zugriff auf ein Listenelement. Das heißt auf die Daten des Elements und den Next Pointer. Und dann sind wir jetzt auch schon so weit, dass ich mal den Algorithmus hier einblenden kann. Ich werde das natürlich gleich aufmalen, aber nur mal für die Leute, die gerne Sachen sehen. Ich hoffe, ich habe hier nichts falsch gemacht. Wir haben einfach einmal eine Initialisierungsphase und dann haben wir eine, ja, Durchstep-Phase sozusagen. Ich versuche das einfach mal hier oben hängen zu lassen, während wir den Rest zeichnen. So, das ist jetzt erstmal unsere neue Liste. Und ich habe die Daten jetzt mal weggelassen. Das sind also nur die Pointerfelder. Das heißt, das Element Nummer 1 zeigt hier auf unser Element Nummer 2. Und das letzte Element zeigt einfach auf 0. Okay, da, wie gesagt, wir haben einen Prozessor für ein Element in der Liste. Das heißt, alles, was wir machen, passiert parallel. Wir gehen außerdem davon aus, dass die Prozessoren alle untereinander synchronisiert sind. Das heißt, mit derselben Geschwindigkeit auch arbeiten können. Das heißt, sowas wie Race Conditions oder sowas überspielen wir jetzt einfach mal. Okay, dann haben wir jetzt zuerst mal die Initialisierungsphase hier oben. Wir gucken einfach, okay, jede CPU guckt sich an, ist der Next Pointer 0? Dann setzt du den Rang auf 0 und ist der Next Pointer nicht 0, dann setzt du den Rang auf 1. Next Pointer ist nicht 0, also haben wir Rang 1, Next Pointer nicht 0, Rang 1, Rang 1, Rang 1, Rang 1. Und auch hier Next Pointer nicht 0, aber hier ist der Next Pointer jetzt 0, also Rang 0. Sagen wir mal hier, das ist der erste Schritt. Kurz zur Schreibweise des Algorithmus, sieht vielleicht schwierig aus, soll einfach nur heißen, okay, wenn alle 0 sind, dann hör auf. Das macht jetzt erstmal noch nicht so viel Sinn. Aber das wird dann gleich mehr Sinn machen. Okay, was wir machen wollen, ist, wir wollen jede CPU, die wir haben, soll diesen Teil hier ausführen. Ich schiebe das nochmal kurz ins Bild hier, so, soll diesen Teil hier ausführen. Ich gehe nochmal rüber. So, das machen wir jetzt einfach mal im Schritt 2. So, wir gucken uns erstmal den neuen Rang an. Der neue Rangwert ist der alte Rangwert plus der Rangwert vom nächsten Element. Das ist jetzt erstmal relativ einfach. Ich schiebe das wieder rüber. Ist jetzt erstmal relativ einfach. Wir haben diesen hier. Und diesen hier, die rechnen wir einfach zusammen, kommen wir auf 2. Dann haben wir diesen und diesen, kommen wir auf 2, auf 2, auf 2, auf 2 und hier auf 1 und hier auf 0. Wir haben also immer, ich mache das mal hier kurz dazu, so, diese 2 ergeben dann diesen hier und diese 2 ergeben dann diesen hier. Okay, und jetzt wird es ein bisschen strange zu werden. Wir ändern nämlich jetzt den Next Pointer und wir sehen gleich, was dann passiert. Der Next Pointer vom aktuellen wird zum Next Pointer des nächsten. Das heißt, der hier zeigt jetzt dahin, wo der eben noch gezeigt hat, also hierhin. Und der hier zeigt jetzt dahin, wo das hier war sein voriger Next und der hat hierhin gezeigt, der zeigt also hierhin. Und der zeigt hierhin. Und der zeigt hierhin. Und jetzt wird es zum ersten Mal interessant. Der zeigt zum Next Pointer, zu dem der Next Next gezeigt hat. Also der hat vorher hierhin gezeigt und zeigt jetzt hier auf den letzten. Der hat vorher hierhin gezeigt und zeigt jetzt auf den, wo dem sein Next hin zeigt. Dem sein Next zeigt auf Null, also zeigt der jetzt auch auf Null. Wir können also sehen, die Reihenfolge der Liste hat sich komplett verändert. Okay,
Dann kommen wir jetzt zum Schritt Nummer 3. Ich glaube, es wird aber langsam klar, was hier passiert. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Okay, wir gucken uns wieder den Rang an. Und der Rang ist wieder der Rang, der vorher da war, plus wir addieren einfach den Rang des nächsten Elements mit drauf. Und wir haben hier den Rang Nummer 2 und hier haben wir auch den Rang Nummer 2. Also haben wir jetzt Rang Nummer 4 an dieser Stelle. Dieser hier hat Rang Nummer 2, dieser hier hat Rang Nummer 2. Wir haben also auch Rang 4 an dieser Stelle. Dieser hier hat Rang Nummer 2, dieser hier hat Rang Nummer 2. Wir haben also auch 4 an dieser Stelle. Dieser hier hat Rang Nummer 2. Ups. Und dieser hier hat Rang Nummer 1. Wir haben also 3 an dieser Stelle. 2, 0 sind 2. Und dem sein Next ist Null. Das heißt, da passiert eigentlich gar nichts. Bleibt also gleich. Nicht eigentlich, auch uneigentlich. Und der hier bleibt auch 0. Und jetzt stellen wir wieder die Pointer um. Wir fangen wieder hier an. Wir gucken uns an. Wieder der zeigt jetzt auf den Next Next. Das heißt, der hat vorher hierhin gezeigt und jetzt zeigt der hierhin. Das wird jetzt echt schwer, das noch so zu machen, dass man das schön sehen kann. Okay, als nächstes kommt dieser hier, der hat auf diesen hier gezeigt und jetzt zeigt der hierhin. Dieser hier hat auf diesen hier gezeigt und jetzt zeigt der auf diesen hier. Der hier hat auf diesen hier gezeigt und der hier zeigt ja auf 0, also zeigt der jetzt auch auf 0. Der hier hat auf diesen hier gezeigt, der zeigt auf 0, also zeigt der hier auch auf 0. So, ich hoffe, die letzte Reihe kriegen wir gerade noch so drauf hier. Und jetzt kommen wir zum Schritt Nummer 4. Wir fangen wieder genau da an. Also wir rechnen einfach auf den Rang des nächsten mit drauf. Hier haben wir den Rang 4 gehabt und der hat den Rang 2, also haben wir hier den Rang 6. So, der hat den Rang 4 gehabt, zeigt jetzt auf diesen hier mit Rang 1, also haben wir den Rang 5. Dieser hat den Rang 4 gehabt, zeigt auf 0, also 4. Die sind alle hier 0, ändern sich also nicht, bleiben also 3, 2, 1 und 0. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier die richtige Reihenfolge erfasst. Und das in nur 4 Schritten. Ich könnte jetzt den Algorithmus auch bis zum Ende führen, aber das überlasse ich mal euch. Was für uns noch wichtig ist, ist, und das habt ihr bestimmt auch gemerkt, oder du, dass die Dinge am Ende alle auf Null zeigen. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben eine Liste gehabt und jetzt zeigen alle Elemente in dieser Liste auf Null. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Liste mehr. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was man in irgendeiner Form dann noch lösen muss. Zum Beispiel, indem man die Werte am Anfang irgendwo speichert, worauf die zeigen, also die Pointer irgendwo speichert. Oder vielleicht gar nicht die Pointer hier in der Liste ändert, sondern vielleicht irgendwo anders Werte ändert. Also so nochmal einen temporären anderen Speicher hat. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Okay, ich hoffe, das kam soweit ganz gut durch. Was wir also machen ist, wir machen sowas ähnliches wie beim linearen Algorithmus, nur dass wir halt hier immer die Sachen überspringen, die wir wissen, die wir überspringen können. Und das Ende ist dann erreicht, wenn alle auf Null stehen. Das heißt, wenn alle hier diesen Wert haben, dann wissen wir, okay, der Algorithmus ist zu Ende. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Fragen, Anmerkungen in die Kommentare und auf jeden Fall Videobeschreibung lesen, weil Updates oder Korrekturen oder sowas schreibe ich alle da unten rein.